7. September 2020. Ich lese gerade die BZ in Berlin. Jens Spahn im Talk, die richtigen Fragen. Ich trage meine Maske im Alltag aus Verantwortung, sagt er. Nicht, weil ich Sklave bin. Herr Spahn, so dumm sind Sie doch nicht. Sie wissen doch, warum Sie die Maske tragen. Oder haben Sie die Zahlen nicht gelesen, die das RKI täglich veröffentlicht? Auf der zweiten Seite endlich mal 4 Kurven, die zeigen, wie schlimm Corona noch ist. Das ist genau das, was ich eigentlich schon lange erwarte, dass das mal abgedruckt wird. Ja, damit Herr Spahn das lesen kann, kann er das in Ruhe studieren und dann trägt er morgen keine Maske mehr. Ne? So, weil er ja Verantwortung trägt für uns alle, für die Kinder, die gezwungen werden, mit einer Maske spazieren zu gehen. Allein welche Auswirkungen das hat. Ja? Wie viele Kinder im Moment nicht zur Schule gehen können, weil sie irgendwie falsch eingestuft werden als Kranke. Ja? Also da braucht man doch bloß mal Augen und Ohren aufmachen. Als politisch Verantwortlicher trägt man Verantwortung, dachte ich. Genau das behauptet er, wenn er diesen Lappen im Gesicht hat. Mein Gott, Herr Spahn, werden Sie mal endlich wach. Lesen Sie mal Zeitung. Ja. Steht ja endlich drin, was wir lesen wollen. Fakten.